Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 End of Thieves. Ja, in der letzten Folge haben wir alles verloren, unsere Waffen, haben wieder eine neue Waffe hinzugeholt, also ja, gestohlen kann man so sagen, und haben endlich unseren Bruder wieder gefunden, der irgendwo hier rumturnte gerade noch und schon wieder weg ist. Ach, da unten ist er ja. Und wir haben die wundersüßen Tierchen beobachtet, die hier den Baum hochgekrabbelt sind. Ja, es hört sich alles sehr interessant an, ich weiß. Und genauso interessant wird es jetzt ja auch weitergehen. Frage ist rechts oder links? Oh, Vater. Das könnte was sein. Ja, hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Immer ja. Ja, ich gucke ja immer danach, ob es hier irgendwo blinkt, dass ich noch einen Schatz finde. Beim letzten Mal haben wir ja, glaube ich, 2 Schätze gefunden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da können wir hoch. Das heißt, wir gucken hier unten als erstes mal. Da geht es aber auch weiter. Aber da kommen wir ins Gleiche, denke ich mal, rein. Aber ich gucke trotzdem mal eben. Man kann ja nie wissen, ob da oben vielleicht noch irgendwas liegt oder so. Ja, komm. Ach so. Okay, das war nur was zum Drüberspringen. Das war gar nichts zum Hochklettern. Okay. Geh mir doch mal aus dem Weg. Ey, als ich dich noch gesucht habe, war es irgendwie wesentlich einfacher, sich zu bewegen. Aber man muss ja schon sagen, es sieht ja schon richtig geil aus. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe die Grafik aufs Beste eingestellt. Also die Sequenzen, wunderbar, da kann ich mich nicht beschweren. Aber das Spiel ist so ein bisschen... Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass das so gehypt worden ist. Aber na gut, es sind halt meistens die PlayStation-Spiele. Wenn die dann auf den PC kommen, die sehen dann nicht so hundertprozentig aus. Soll ich jetzt da hochspringen oder soll ich jetzt... Nee, offenbar nicht. Ich muss nur rein. Okay. Einmal voll auf die Fresse geflogen, aber egal. Sieht auch schon mal besser aus, hm? Ja, ganz besonders das Dach. Na, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Leute, ich glaube, das ist gerade echt mein kleinstes Problem. Oh, was macht denn jetzt? Soll ich doch nur ducken. Was? Wieso geht der nicht einfach da drunter her? Seb, hier lang. Nee, erstmal gucken, ob hier hinten noch irgendwas liegt. Okay, ich bin durch. Ja, das darf nicht wahr sein. Ja, ist ja auch nicht Platz genug, einfach mal oben drüber zu klettern oder so, hey, ne? Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Na los, hier lang. Staubig. Ach so. Ich dachte, weil er jetzt da hochgeht. Geh doch weiter. Okay, da unten können wir theoretisch auch raus. Hier können wir auch raus. Ich denke mal, unten müssen wir weiter. Oder vielleicht auch hier. Endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Man weiß ja nie, wo man jetzt eigentlich weitergehen soll. Deswegen gucke ich dann doch nochmal hier. Obwohl, das ist, glaube ich, mit oben auch verbunden. Aber hier ist so nichts. War da ein Loch? Da geht's noch weiter. Haha, da leuchtet was, da leuchtet was. Ja, ja. Sehr, sehr geil. Ich habe zwar keine Ahnung, wo der die ganzen Sachen eigentlich hinsteckt. Jetzt haben wir schon wieder so einen riesen Vase und alles bekommen. Aber sehr geil. Das ist doch das, was ich gerne habe. Nämlich, dass ich Schätze finde. wo ist er denn jetzt eigentlich entlang gegangen? Ah, nee, er war auf der anderen Seite, ne? Da wollten wir gar nicht hin. Jetzt habe ich total die Orientierung verloren. Das war, glaube ich, hier hoch, oder? Genau. Okay. Also, ich gehe mal stark davon aus. Hey, da geht's nach draußen. Ah, das ist zu hoch, da kommen wir nicht ran. Suchen wir was zum Draufstellen. Natürlich kommen wir da ran mit einer Räuberleiter.
Was zum Draufstellen? Okay. Wie soll ich denn von da oben was zum Draufstellen noch rüberbekommen? Falls überhaupt hier oben was ist. Sieht mir nämlich nicht danach aus. So. Kiste. Ach, da. Ich weiß was. Gut, die ist natürlich praktischerweise direkt vor der Tür. Aufgepasst. Ja, es war klar. Wir sind wieder im Geschäft. Heilige Scheiße. Das musst du dir ansehen. Wow. Was siehst du? Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piratenutopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich hab immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Sch. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Ja, und damit sind wir dann in Kapitel 14 mit mir im Paradies. Das ist für dich also sprachlos. Ich bin sprachlos, verdammte Scheiße. Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Ich bin mir nicht sicher, ob wir nach unten gehen sollen. Oder hier oben. Entlang. Ja, er geht aber nach unten. Okay, ich denke mal, dass wir gar nicht so auf den Dächern rumlaufen sollten. Aber wir gucken hier trotzdem nochmal oben nach. Mal hier rein. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier jetzt groß schätze. Aber... Der Brief ist noch lesbar. 17. Mai 1715. Vater... Zweifellos hast du davon gehört, dass mein Schiff von einem Mann der Ostindien-Kompanie zerstört wurde. Ich bitte um Vergebung, falls du um mich getrauert hast, aber ich musste die Welt in dem Glauben lassen, dass ich tot bin. Dein Sohn ist aber nicht bloß am Leben und wohlauf. Du wirst sicher erfreut sein zu hören, dass ich mein Kapitänsamt niedergelegt habe. Ich versuche mein Glück nicht länger als Dieb. Stattdessen habe ich mich gemeinsam mit meiner tapferen Freibeutermannschaft Gleichgesinnten angeschlossen, um für die Freiheit einzutreten. Wir gründen eine Kolonie, in der jeder als gleich und frei angesehen wird, sowie tun und lassen kann, was er will. Ich habe mich dazu entschlossen, auf den Feldern, um mit dem Vieh zu arbeiten, was dich sicherlich amüsiert. Es ruft in mir jedoch eine Zufriedenheit hervor, wie ich sie von zu Hause nicht kenne. Vorerst muss unser Aufenthaltsort geheim bleiben. Ich hoffe aber, dass du eines Tages hierher kommen kannst, um zu sehen, was wir erreicht haben. Eine Gesellschaft, die frei von jener ungerechten Unterwerfung ist, die du stillschweigend akzeptierst. Christopher. Ja. Da ist auch nochmal was. Achso, das ist aber der gleiche Brief. Den liest er dann komplett. Okay. Ja, das ist tatsächlich das Paradies. Frei von jeglichen Staat, frei von jeglichen Leuten, die einen ja, nichts Gutes wollen, sage ich mal. Und unabhängig. Cool. Hier sind ein paar Entermesser. Kann ich mir zwar ansehen, aber bringt mir nichts. Halt, du räudiger Hund. Cool. Ich wollte nur... Oh ja, nein, ich weiß. Sollte nur... Genau.
Bist ein mieser Pirat. Der war jetzt echt geil. Moment, Schmiede ist hier vielleicht noch irgendwas? Nee, ne? Wenn dann nicht auf dieser Insel. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. Schon möglich. Lasst mich doch mal da durch, Mann. Oh Gott. Ich weiß. Wir haben wohl die Kneipe gefunden. Pirat bleibt eben Pirat. Kann ich jetzt hochher. Mit dir reden? Kaputte Tische, kaputte Gläser. Pirat bleibt eben Pirat. War da jetzt noch irgendwas da oben? Kann ich mit dem Stuhl sprechen? Keine üble Aussicht. Hey. Prost. Ja, Prost. Was wollten die hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und was dann? Vielleicht einfach ausruhen. Zuflucht suchen. Einen Grog genießen. Es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl. Dafür musst du immer Avery Statue sehen. Hey, hast du dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Nein, das war eine gute Option. Ich war aber gut. Keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Nein, ich meine, wie wäre unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten, Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind? Glaubst du, wir hätten dann so etwas wie ein normales Leben? Normal. Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch, zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos, sowas in der Art? Nein, nein, danke. Nichts für mich. Mir gefällt unser Leben. Ja, die alte Leier. Komm schon, Wien. Wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Ja. Andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt, also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Tja, mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Ja, aber cool. Das muss ja auch mal sein, so ein bisschen Gespräch unter Brüdern. Und also ich persönlich, wie gesagt, ich schaue mich auch gerne dann mal so ein bisschen um. Da kann man auch mal ein bisschen sehen, wie die gelebt haben. Ja, auch wenn das vermutlich damals nicht ganz so durchlöchert gewesen ist. Also wir werden bestimmt noch irgendwo hier runterkrachen. Was ist das denn? Ja, ist wieder was ich nehmen kann, aber wo ich nichts mit anfangen kann. Ich dachte, es wäre ein Schatz oder so. Na gut. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, wo das Getränk zum passenden Krug unten ist. Oh, ernsthaft? Musst du mit mir mit hier hochkommen? Okay. Hier ist... Geht's noch? Wir sind hier mitten unter Feinden, beziehungsweise sie kommen ganz sicher gleich wieder, weil die kommen ja irgendwie immer, wenn man denkt, dass es jetzt mal was schön ruhig wird, dass man sich mal was angucken kann. Es war auf jeden Fall der Stall, ob das Kühe waren oder Pferde. Also links würde ich jetzt eher sagen, könnte eine Kuh sein, ich bin mir nicht sicher. Aber das, Der Kopf, der Knöchern, der da gerade lag, hätte ich jetzt eher gesagt, das ist ein Pferd. Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Artikel 5, okay.
Artikel 5. Wer Libertalia in Zeiten des Krieges verlässt, wird mit dem Tode bestraft. Haben sich die Sklavenmörder und Diebe wirklich an diese Regel gehalten? Gute Frage, ne? Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind noch nicht an den Türmen, ne? Die sind irgendwo auf der Seite, nehme ich mal an. Können wir hier unten noch was machen, sonst würde ich... Darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Okay, da können wir weiter. Dann gucke ich hier nochmal kurz nach. Nee, Moment, von hier sind wir gekommen. Gucke ich oben nochmal ganz kurz nach. Ob es da irgendwas Interessantes für uns gibt. Oh, ich wollte eigentlich nur rennen. Scheiße, ich wollte gar nicht laufen. Verschlossen, na klar. Ja, toll, und das alles, weil die Tür verschlossen ist. Oh Gott. Kann ich die nochmal aufladen? Nee, ne, ich habe nichts mehr dafür. Hab ich mich jetzt erschrocken, von mir selber nebenbei bemerkt. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Es wäre schön, wenn du auch durchgehen würdest. Hallo? Hallo? Sam? Der ist oben. Ja, der hätte mir ja mal mit der Tür helfen können. Komm mal mit, vielleicht kannst du mir helfen. Weil ich glaube, so kommen wir da nicht. Aber der hilft mir nicht, ne? Er kommt zwar mit hoch, was eigentlich bedeuten würde, dass wir hier oben weiterkommen könnten. Ich weiß nicht, ob wir hier hochklettern können. Moment. Wieder nur zum Angucken. Da sind wir jetzt eben dran vorbeigelaufen, kann das sein? Aber wir können hier nicht hochklettern, ne? Ja. Nee. Also da komme ich nicht hoch. Na gut, dann... Nein, lass dich mal da runter. Genau, geh jetzt mal da rein wieder. Ich denke mal, hier kommen wir auch nicht hoch. Okay. Da könnten... Ach so, da können wir noch weiter, oder? Ja. Avery, hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Schauen uns hier jetzt noch mal ein bisschen um. Oh, was ist das? Ah, sehr geil. Noch einen Schatz. Mittlerweile haben wir ja doch schon so einige gefunden. Hey, sieh mal, es gab hier Familien. Oh. Ja, aber... Nee. Aber ich glaube auch nicht, dass die ein gutes Schicksal hatten. Achso, das war jetzt hier. Was ist das? Achso! Ich habe gerade noch gedacht, das wäre ein Schild. Okay. Hier können wir uns auch nochmal umsehen. Da geht es auch wieder weiter. Ah, das heißt, dass wir erstmal nach oben gehen. Hier gibt es, oder auch nicht. Hier gibt es so viele Wege. Hier entlang, mir nach. Sicher, dass er dir nachgehen soll? Er scheint den Tunnel durchzugehen. Ja, dann geh weiter. Moment, komm hier runter. Ah, oh, Junge, geh mir doch einmal im Leben aus dem Weg, wenn ich irgendwo entlang muss. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein.
Jetzt hast du es aber kaputt gemacht. Okay, links, rechts. Achso, hier ist eine Sackgasse. Seltsam. Tunnel sehen viel gröber aus als der Rest der Kolonie. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam, da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Auf jeden Fall haben sie hier unten rechts Säbel stehen. Also ja, ich denke auch, das wird ein Versteck gewesen sein. Piratenzeichen. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Ja, vielleicht gab es Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften oder Rebellen. Okay, kommen wir hier hoch. Ich gehe mal erstmal links, ne? Oh. Gefallene Engel, da kann ich runter. Komme ich da, wenn ich jetzt rechts rumgegangen wäre, käme ich da jetzt auf das kleine. Nee, da käme ich auf was anderes. Was ist das? Sehr schön. Also, wenn ihr da genauso drauf seid wie ich, kann ich euch nur empfehlen, wirklich in allen Ecken nachzugucken. Es ist richtig cool, was man hier alles so finden kann. Ja, ich würde sagen... Da kommen wir raus. Wie war das jetzt? Genau so. Ich sehe Licht da unten. Ich wollte gerade sagen, wie lang geht das Seil, bitte? Heilige Scheiße. Oh, hey, fuck. Da ist noch mehr von der Kolonie. Da sind noch mehr Gebäude. Ist der jetzt dabei? Psst, psst. Sieh mal. Ja, gerade auf dem Weg. Schau rein. Sie haben uns noch nicht gesehen. Solo so bleiben. Okay, halt den Kopf unten. Das soll so bleiben, okay. Ja, ja. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt mich da durchgeballert mit ihm zusammen. Wo können wir denn hin? Unten ist nochmal was zum Schleichen. Die Frage ist, achso, da hinten müssen wir wahrscheinlich aber rüberschwingen, ne? Also ehrlich gesagt, ich bin dafür, dass wir die jetzt einfach alle wegballern. Dass ihr mir das schon mal freischießt. War natürlich keiner da, war ja klar. Ich habe nicht mehr viel Schuss. Kannst du vielleicht auch mal einen Schuss abgeben hier? Junge, ich habe nur noch... Achso, ich habe doch noch ein paar. Das kann ich auch, ihr Wichser.
fuck. Das waren doch ein paar mehr, als ich gedacht habe. Geh da hoch! Oder nimm die Munition, das ist auch okay. Oh, das war dumm. Mal rauskommen, damit man den mal treffen kann. Ja, bloß nicht mal. Ja, wo ist der? Naja, wenn du dich da so feige versteckst. Das waren wohl alle. Schnapp dir so viel Munition wie möglich. Das war bestimmt nicht der letzte. Die uns oder den Schatz? Wie ich Rafe kenne, beides. Okay, aber ich bin ja schon froh, dass er sagt, das waren dann wohl alle. Okay, aber ich denke mal, ich hätte irgendwie außen rum gemusst, oder? Bin mir nicht sicher. Immer diese Spielchen zu raten, wo man eigentlich hin muss, das ist natürlich so eine Sache. Also da hinten war was mit Schwingen, aber das mit dem Schwingen hätte uns wohin gebracht? Wahrscheinlich nur noch hier, oder? Ja, von mir aus gibt mir einen Hinweis. Wieso muss ich da oben hin? Hä? Okay, ich gebe zu, da wäre ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen. Wieso da oben? Ja, geh doch einfach mal runter. Wieso da oben ist Frage Nummer 1 und Frage Nummer 2 ist, wie komme ich da hoch? Ist ja keine Treppe oder so, ne? Kann ich auch nicht mit dem Ding hinschwingen, ne? Das ist jetzt eine gute Frage. Selbst wenn wir da hoch kämen, dann kämen wir ja nicht nach hier rechts hoch. Deswegen vermute ich mal, dass wir wohl von der anderen Seite da hoch müssen. Moment. Ah, das sieht gut aus. Zeit für eine ordentliche Bezahlung. Shit. Ja, weiß ich. Diesem
wo kommst du näher? Siehst du noch welche? Oder sind wir sicher? Wir sind sicher. Sicher? Ja. So, so. Okay. Kommst du auch mal mit? Die konnte ich. Ja, die konnte ich noch nehmen. Da geht's runter. Hä? Was war denn das? Hallo? Warum ist das hier blockiert? Franklin, vergib mir. Ich habe es gestern Abend in der Gegenwart unserer Familie nicht gewagt, dieses Thema anzusprechen. Ich wollte Ihnen keinen Kummer bereiten. Seit einigen Tagen habe ich meinen Cousin Jack nicht mehr gesehen und gehofft, du weißt vielleicht, wo er sich aufhält. Im Gefängnis habe ich bereits in den Einfriedungen und Zellen nachgeschaut. Wäre nicht das erste Mal, dass man dort in Gewahrsam hätte. Fand aber nur die üblichen Trunkenbolde vor. Ich bin mir sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist, aber niemand traut sich, darüber zu sprechen. Ich sage es ganz offen, ich fürchte, er hat etwas mit dem Treffen unter der Kirche zu tun, an denen ihr beide zu jedem Halbmond teilnehmt. Sie sind ein offenes Geheimnis und wenn ich davon weiß, ist es gewiss, dass die Gründer auch Kenntnis davon haben. Ich bitte dich inständig, sag es mir, falls du irgendwas gehört haben solltest. Matthew. Okay. So, müssen wir jetzt darüber. Unten, das sieht mir sehr tief aus. Also. Geronimo! Kann ich mich daran festhalten? Schwenke ich dann gleich in zu Tode hier rein? Oder dann komme ich hier vielleicht noch weiter? Nee. Klettern kann ich hier auch nicht, ne? Okay, ich sag jetzt mal 50-50. Ich würde sagen, wir sterben. Na los, Sam. Okay. Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Okay, also, nein. Genau. Ist ja gut, ist ja gut. Komm schon. Da auch diese Folge leider etwas überhand genommen hat, werde ich, bevor die Action gleich richtig losgeht, hier einen kleinen Cut machen und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.